Ich begrüße euch zur Folge Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Wir haben einen neuen Title-Screen, wie ihr sehen könnt. Sehr, sehr hübsch. Der Turm der Zeit im Hintergrund. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an mit dem nächsten Part. So. Im letzten Part ist einiges passiert, was uns jetzt hier bestimmt erklärt wird. Marvin ist durch die Zeit zurückgereist und mit dem Schwert der Finsternis im Hochland von Antiquia eingetroffen. In Antiquia schließt er sich wieder mit seinen Gefährten an und begibt sich gemeinsam mit ihnen zum Herzen von Yggdrasil. Dort geschieht alles wie schon zuvor und die Gruppe wird von Euklas angegriffen. Doch bewaffnet mit seinem neuen Schwert und dem Wissen über die Pläne seines Feindes, kann unser Held den Angriff abwehren und Euklas seine gerechte Strafe zukommen lassen. In genau diesem Augenblick taucht König Carneiro mit Hendrik an seiner Seite auf. Euklas fleht den König nämlich an, ihm zu helfen, wird von seinem Herrn jedoch kaltblütig niedergestreckt. Voller Ehrfurcht holt Marvin das Schwert das Licht aus Yggdrasils Herz. König Carneiro will es berühren. Doch eine unsichtbare Kraft schlägt seine Hand weg. Da seine Pläne vorerst durchkreuzt sind, ändert der König seine Strategie und lädt alle Anwesenden zu einem Festmahl in Schloss Heliodor ein, bevor er von dann zieht. Genau das ist passiert. Und jetzt sollen wir wahrscheinlich nach Heliodor, schätze ich mal. Würde zumindest Sinn ergeben. Und da geht dann bestimmt jetzt wieder die Party ab, weil wir wissen ja, König Carneiro ist eigentlich Hagrimor. Und ich habe mich im letzten Part ein bisschen darüber aufgeregt, dass der Held da am Weltenbaum nichts gemacht hat von wegen und gesagt, ja, aber du bist doch hier Hagrimor und bla, sondern alles einfach so hingenommen hat, als ob er nichts wüsste. Übrigens, Sirena jetzt hier mit langen Haaren zu sehen, ist einfach so komisch unten auf dem Bild, wenn man sie jetzt mit kurzen Haaren die ganze Zeit gesehen hat. Ich meine, ich mag prinzipiell ihr Aussehen mit den langen Haaren mehr, aber irgendwie wirkt es jetzt komplett komisch. So, wir gehen jetzt nach Heliodor und gucken mal, was passiert, würde ich sagen. Ich schätze mal, wir müssen in die Stadt jetzt rein. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt wirklich passiert am Ende des Tages. Ja, mal gucken. Im Schloss soll es ein Festmahl geben. Das wird bestimmt lecker, hoffe ich mal. So, hallo Heliodor, aber wir waren so lange nicht mal hier einfach. Unfassbar. So habe ich viel zu tun, das kenne ich. Ich kann dich sehen, wen denn? Wenn ich hier oben stehe, kann ich Leute unten vorbeilaufen sehen. Das ist der Text, den wir damals auch schon hatten, oder? Ich glaube ja. So, hallo. Sei gegrüßt, geehrter Lichtbringer. Ich hoffe, ihr könnt uns vergeben, dass wir euch so schikaniert haben. Aber keine Sorge, jetzt kennen wir die ganze Wahrheit. König Carneiro hat uns alles erklärt. Ihr müsst euch zum Schloss begeben. Seine Majestät kann es bestimmt kaum erwarten, euch zu sehen. Ja, und wie er es kaum erwarten kann. Und das ist noch nicht alles. Dann hat er... Anscheinend empfängt der König jemand ziemlich Besonderem im Schloss. Ich frage mich, wer das sein könnte. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr selbst hinaufgehen. Einfach diese Straße entlang, dann die Treppe hoch und schon seid ihr da. Aber denkt daran, nachts wird niemand hineingelassen. Ich weiß. Ah, Mami, willkommen in Schloss Heliodor. Das ist die Stadt, nicht das Schloss. Und diesmal seid ihr wirklich willkommen. Tut mir leid wegen der ganzen Angelegenheit mit dem Spross der Finsternis. Ah ja. Wir haben euch erwartet, Marvin. Der König hat uns alles erzählt. Nehmt bitte meine Entschuldigung für alles an, was ihr unseretwegen leiden musstet. Ich kann einfach nicht mehr reden. Es ist spät. Ich habe gerade schon viel aufgenommen und ich bin deswegen ein bisschen matschig in der Birne. Das tut mir leid. Die Vorbereitungen auf das Festmahl laufen auf Hochtouren und ich sorge dafür, dass kein Gesinde da reinkommt. Ja, bla bla bla. Und du, was hast du hier? Hier stimmt was nicht. Du hast deinen Gürtel ein bisschen komisch. Und bei dir so, ja, reinspaziert. So, und die handeln hier scheinbar. Ich gucke mich hier jetzt erstmal ein bisschen um, bevor ich jetzt hier irgendwie zum König gehe. Wer das nicht sehen will, kann gern vorspulen, aber ich will mich hier erstmal ein bisschen umgucken und ein bisschen mit den Leuten reden. Vor allem, weil wir jetzt eben so lange nicht mal hier waren. Oh, ich weiß noch, wie überfordert ich beim ersten Mal war, als ich zum ersten Mal hier in der Stadt war. Ich war einfach komplett überfordert, wo ich jetzt anfange, so mit erkunden und so. Hab alles so ein bisschen durcheinander gemacht auch. Oh, das war so. Es war einfach irgendwie voll geil. Es ist eine riesige, absolut geniale Königstadt hier zu sehen. Das war so toll.
Also, die ersten Stunden des Spiels, einfach jede Stadt, in die wir kamen, war nochmal cooler und cooler. Ich fand der erst Kiesling schon toll. Halt so ein kleines süßes Dorf mit so verschiedenen Ebenen überall. Dann kommen wir nach Heliodor, so eine richtig krasse Königsstadt mit so einem krassen Schloss und sehr verwinkelt die ganze Stadt. Dann Gallopolis, auch eine unfassbar großartige Stadt. Von der Optik her auch sehr cool, so eine Wüste. Dann Gondolia. Was. Oh, das hieß doch Gondolia, oder? Egal. Was einfach eine unfassbar hübsche Stadt war, von der Optik her. Nochmal viel geiler als Gallopolis. Und dann kam Puerto Valor, auch so unfassbar hübsch von der Optik her. Und es ist einfach, das Spiel ist so hübsch. Es gibt so viele absolut großartige und geile Städte. Ich liebe das Spiel einfach so hart. Oh Mann. Liebe. Einfach jede Stadt, in die wir kamen, war so einzigartig und genial. Sondern der Typ hat immer noch was gesagt zu der Mission von damals. Apropos, die sind auch schon freigeschaltet, die nächsten, oder? Könnte ich da schon irgendwas annehmen? Ich glaube nicht. Nee, kann ich ja nicht. Okay, das ist klar. Ich bin gespannt, was die Missionen sein werden. So. Ja, das wissen wir. Noch vom ersten Mal, als wir schon hier waren. Ich bin halt echt gespannt, wie das jetzt laufen wird. Ob wir jetzt quasi... Also, ich glaube, es wurde doch gesagt, dass wir ja nicht mehr zurückreisen können, oder? Also, wir sind ja jetzt quasi hier in dieser Zeit, ich sag mal, gefangen irgendwie. Was ich mich auch so insgesamt frage, wie ist es mit den Zeitlinien? Gibt es jetzt quasi zwei Zeitlinien? Einmal die, wo es jetzt quasi keinen Lichtbringer mehr gibt, weil er halt zurückgereist ist. Und eben die Zeit jetzt hier, wo die ganze Geschichte anders verlaufen ist, weil wir eben oben Euglas aufhalten konnten und auch König Carniole aufhalten konnten und so. Ich bin echt gespannt, wie das so ist. Also prinzipiell, es müsste ja jetzt eigentlich irgendwie zwei Zeitlinien geben. Könnte ich gerade jetzt in die Unterstadt? Man muss jetzt fragen, weil es scheint ja zu gehen. Ich will mich da jetzt nicht umgucken oder so, aber ich will nur mal wissen, ob ich da jetzt hin könnte, theoretisch. Aber ja, im Prinzip müsste es zwei Zeitlinien geben, wenn man so mal nachdenkt. Quasi wie OOT, wenn man jetzt mal so in die Zelda-Serie guckt, das ist ja auch, durch OOT gibt es ja auch verschiedene Zeitlinien, durch die verschiedenen, wow, ernsthaft, okay. Durch die verschiedenen, es gibt es ja auch einen Teleportpunkt hin. Durch die verschiedenen, Events in OOT. Und prinzipiell müssten wir jetzt ja hier die Zeit auch gespalten haben. Aber wobei, wir haben die Kugel ja zerstört. Und damit ist ja quasi, hat er die Hüterin in der Zeit gesagt, alles vergessen, was passiert wurde. Ich weiß echt nicht, wie das ist. Aber prinzipiell, eigentlich müssten es zwei Zeitlinien sein. Aber sie hat ja gesagt, alles, was passiert ist, ist quasi, vergessen. Keine Ahnung. So, und die hier haben noch die Musik hier. So. Ich habe keine Ahnung, was der Fall ist. Ob es wirklich zwei Zeitlinien jetzt irgendwie gibt oder ob es ist. Wir werden es ja sehen. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug mit den Leuten geredet. Wir haben jetzt zwar lange nicht mit allen geredet, das ist mir klar. Aber ich wollte halt nur so ein bisschen stichprobenweise mit so ein paar, okay. Mit so ein paar Reden. Gut, jetzt gehen wir jetzt einfach zum Schloss und gucken, wie die Story weitergeht hier. Bei dir so. Okay, bitte nur zu, sehr schön. Ja, der König versucht halt keine Aufmerksamkeit zu erregen. Oder, beziehungsweise, Hakrimor. Versuch keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich habe mich übrigens ja letztes Mal gefragt, wie das denn wird, also wer zum Beispiel der wahre Final Boss wird, weil es wird ja noch einen Final Boss hier geben im Postgame. Aber prinzipiell ist das ja eigentlich klar. Das muss eigentlich Hakrimor sein. Jetzt hier in der Zeit. Schätze ich mal. Das ist zumindest meine Theorie, die ich habe. Ich schätze mal, es wird Hakrimor sein, halt bloß in der Zeit jetzt hier. Keine Ahnung, inwiefern das stimmen wird, aber
Das ergibt schon irgendwie Sinn, oder? Ich bin mal gespannt, wie es wird. Vielleicht... Ich habe keine Ahnung, weil eigentlich können wir ja in der Zeit nicht mal zurückreisen. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach Veronica hier aus der Zeit mitnehmen und sagen, ja, komm mal mit nach in die Zeit, wo die Welt quasi so halb kaputt ist. Das geht ja nicht. Wir können ja nicht mehr zurück, deswegen, es muss eigentlich in dieser Zeitlinie stattfinden. Ich sollte halt echt nicht so viele Theorien jetzt hier aufstellen. Ich werde ja eh gleich sehen, was jetzt passieren wird. Aber ich bin so aufgeregt wegen der ganzen Geschichte und alles hier. Mega aufgeregt einfach. Was hier abgehen wird. Oh Mann. So. Ja, ihr seid auch unfähig. Ja, der ist gerade mit dabei in meinem Team, aber egal. So. Ja, das Bankett ist meinetwegen hier veranstaltet. Ein ganzes gebratenes Reh, ein Fass voll Eis aus Finnland. Ohoho, und Naschak als Gondolia. Wundervoll. Ja, du bist doch hier voll der Ade. Du hast doch auch nichts, was dir irgend an was es dir fehlt oder nicht. Was zum Teufel? Und ja, er sitzt angeblich immer noch in dem Magen, klar. Unfassbar. So. Naja, sie ist nicht gestorben, sie lebt noch, aber das werdet ihr alle bestimmt noch verkündet bekommen. Irgendwann, schätze ich mal. Dann wird König Karnel rausgehen. Liebe Bürger, meine Tochter ist wieder da. Sie ist gar nicht tot oder so, keine Ahnung. So. Ja, wir kennen dich ja schon aus der anderen Zeitlinie quasi. Und bei dir, Dietrich. So. Naja. Naja, ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast. Man kann sogar hier am Brunnen laufen, cool. Aber, wir sind jetzt hier voll die hochgewobenen Besucher und so. Naja, wir sind jetzt voll... Krass, der Hund bellt wahrscheinlich König Karl Neol an, kann ich mir denken. Also Hakrimor halt. Weil er spürt, dass das nicht der echte König ist, schätze ich mal. Kann ich mir zumindest vorstellen. So. Okay. Leckere Düfte. Ich glaube, du hattest schon ein bisschen zu viele Fressalien in deinem Leben. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Aber ist ja irgendwo so. So. Ja, vor allem, er sagt, du bist der Lichtbringer, ja? Und, die einmal wen Besonderes im Schloss haben. Ja, wen wohl? Bestimmt nicht mich. Oh Mann, please. Bin ich eigentlich, grandioses Schwert des Lichts. Das ist aber nicht das, was wir, damals geschmiedet haben, oder? Das ist doch ein krasseres Schwert. Das ist nicht das gleiche, was wir da damals schon hatten, oder? Ich glaube nicht. So, wir dürfen passieren. Grandioses, das hieß doch nicht Grandioses, oder? Das hieß nur Schwert des Lichts, glaube ich. Das hat auch viel bessere Angriffswerte, glaube ich zumindest. Egal, so, was geht jetzt hier? Ich bin gespannt. Gibt's halt eine Cutscene, oder? Nee, ich darf mich auch umgucken, scheinbar. Okay, Schloss erkunden. Und darf ich mir jetzt ja auch komplett frei bewegen? Weil... ja, und jetzt, das letzte Mal durften wir uns ja nicht wirklich frei umgucken. Aber wobei, das konnten wir dann machen, als wir, im kaputten Schloss quasi waren damals. Aber hier darf ich ja mal nicht lang, oder? Nee, schade. Oh, das ist doch hier der Garten, wo damals Hendrik und Olaf gekämpft haben, oder? Als sie noch ganz klein waren. Stimmt, da hatten wir die Wurzel hier, wo wir die Sequenz gesehen haben. Ich erinnere mich. Sehr schön. Ich bin echt gespannt, wie die ganze Story sich jetzt hier entwickeln wird.
ob jetzt gleich hier komplett die Eskalation kommt und Hachimo sagt, ja, Lichtbringer, bla, oder ob es noch alles so ein bisschen, vielleicht schlägt er ja im Schlaf zu oder so, kennt man ja auch solche Szenen, wo irgendwie der Bösewicht nachts, wenn man pennt, ins Gasthaus kommt oder so und dann irgendwas macht oder keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Oh, guck mal, die hat eine Brille auf. Ja, haben wir bisher noch nie so eine Dienstmarke gesehen mit einer Brille auf der Nase quasi. Sehr schön. So. Ja. Die sind nicht die hellsten. Das ist schon ein bisschen fies, weißt du das eigentlich? Aber okay. So sind halt die Leute, die adeligen. Ja, wobei, Ritter sind ja nicht unbedingt adelig. Die sind ja einfach zum Ritter ausgebildet, aber egal. Gut, gucken wir uns noch hier um ein bisschen, würde ich sagen. Boah, voll die fehlenden Daten hier. So. Naja, ich nehme deine Entschuldigung an, keine Sorge. So. Ja, bla bla bla. Wie sie uns alle jetzt voll schmeicheln. Ja, das ist alles eine ganz lange Geschichte. Ja, die eigenartige Spannung kommt wahrscheinlich von Hachimo, schätze ich mal. Er spürt wahrscheinlich, dass irgendwas nicht stimmt hier. Ich bin echt gespannt, wie das gleich wird alles. Ich will mich eigentlich hier umgucken und hier gucken, was alles so gibt. Aber gleichzeitig will ich auch wissen, wie es hier weitergeht einfach. Ich meine, wir haben uns auch schon mal im Schloss umgeguckt, damals, als wir zum ersten Mal hier waren, logischerweise. Aber ich will mich trotzdem noch ein bisschen umgucken. So. Willkommensgruß ins Verlies geworfen, natürlich. Das war ein sehr schöner Willkommensgruß. So. War das nicht schon beim letzten Mal bei euch so? Ich glaube ja. Tja, ich bin wichtiger als ihr. Ihr Idioten, ich bin ein wichtiger Lichtbringer und ihr seid bloß irgendwelche Wachen. Wachen, was laber ich? Irgendwelche Adeligen. Nicht Wachen, was laber ich? Ah, Gott. So, ich glaube, das haben wir auch schon mal gelesen, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwas bringt, sich nochmal in den Schränken und so umzugucken. Ob da noch irgendwas Neues eventuell drin ist oder so. So, ich glaube, das ist der Händlertyp gewesen, der damals hier die Truhe versperrt hat. War das hier? Hey, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, dass die auf ist. Weil die haben wir erst aufgemacht, nachdem am Weltenbaum das passiert ist und die Welt quasi zerstört wurde. Also entweder hat der Händlertyp das da rausgenommen oder das ist ein Logikfehler. Weil prinzipiell macht das keinen Sinn, dass die auf ist. Weil, wie gesagt, die haben wir erst aufgemacht, nachdem das alles am Weltenbaum passiert ist und wir im zerstörten Schloss hier waren. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Fehler vom Spiel. Da haben die Entwickler nicht aufgepasst. Ganz, ganz böse Entwickler. Da habt ihr echt nicht gut aufgepasst, scheinbar, bei der Entwicklung. Geht gar nicht. Nein, Spaß, aber das ist ein bisschen, na egal. Bisschen ungünstig. So. Ja, Ritter Eutlas ist tot, aber egal. Sie können sich betreten. So. Ja, weil Jade ist jetzt wieder da. Sie ist sogar in unserem Team. Deswegen eigentlich müssen wir da rein dürfen, weil Jade ist ja da im Team. Apropos, was sagt sie so Spannendes? So. Na los, mein Lieber, zeig mir, Heliodor, wie gefeiert wird. Die Stadt wird Augen machen. Oh, ich kann euch gerade die Worte zeigen. Bla, 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 bla. Ich glaube, das kennen wir sogar schon, oder? So, ich glaube, das kennen wir schon, was sie hier sagen. Ich weiß gar nicht genau.
Und bei dir so. Es ist, glaube ich, nicht neu, was die sagen. Das hatten wir schon mal. Egal, ich lese es trotzdem mal durch. Nicht, dass es doch was Neues ist. Nee, das kennen wir definitiv schon. So. Ja, ja, ihr müsst euch nicht entschuldigen. Habt ihr jetzt schon oft genug gemacht. Und entschuldigen ändert nicht das, was passiert ist. Was war's denn gerade? Da kam das Spiel kurz mit Laden nicht hinterher, scheinbar. Mich würde echt interessieren... Ey, man kann seine Fußstapfen noch sehen. Wie gut das Spiel auf einer PS4 Pro laufen würde. Aber das werde ich wohl niemals erfahren, weil ich mir ganz bestimmt keine zulegen werde. Erst wenn meine PS4 mal kaputt gehen sollte, dann würde ich mir logischerweise schon eine PS4 Pro zulegen. Aber da es hoffentlich nicht in nächster Zeit passieren wird, wahrscheinlich eher nicht. So. Dann gehe ich nochmal hier lang, würde ich sagen, falls ich darf. So, nee, wir begeben uns nicht zum Thronsaal. Wir gucken uns hier erstmal um. Schloss Heliodor. Naja, keine Sorge. Das hat halt schon gefühlt jede Wache zu mir gesagt. Das ändert nichts daran, was passiert ist. So. Eschenburger Taler. Was auch immer der in Heliodor macht. Warum hat das Spiel jetzt nicht gefragt, ob ich rausgehen möchte? Hier ist doch nichts oder so. Okay. Man kann aber nicht sehen momentan, entweder den Stern. Und dass er größer wird, macht eigentlich jetzt keinen Sinn mehr. Na, wobei. Es ist immer noch Gefahr und so. Stimmt, jetzt wo, wir in der Zeit zurückgereist sind, dann können wir auch Edwin Stern wieder quasi. Also falls da wirklich irgendwie, wie ich es ja vermutet habe, Kraft drin gespeichert ist oder was weiß ich. Und dieser, das kleine schwarze Geisterwesen, wenn das wirklich Edwins Geist ist und der irgendwie den Stern auf mich runterholen wollte und die Kraft auf mich zu vertragen oder so, was in meiner Theorie war, dann müsste das ja jetzt prinzipiell wieder gehen. Weil es ist ja Zeit zurückgedreht, das heißt, Edwins Stern ist noch im Himmel und es ist nicht kaputt. Deswegen, das müsste im Prinzip wieder gehen. Das heißt, der Stern wird wahrscheinlich jetzt auch wieder größer werden, weil ja immer noch nicht die Gefahr mit Harino gebannt ist. Okay, gucken wir mal. Luminary, it gives me great pleasure to welcome you in the manner you deserve at last. To think, I once thought ill of you, saw you as a harbinger of calamity, called you unconscionable things. Truly, Jasper cast a most malign shadow. I owe you a great deal. You have revealed the traitor in our midst and returned my daughter to me. As a small token of my appreciation, I have arranged for some special visitors. Hendrik, if you would. Yes, sir. Jasper came with all these soldiers. I'll never forget his eyes. They were so cold.
He ordered us all to gather in the middle of the village and then... Then he told his men to kill us all. But Sir Hendrik came to the rescue. He showed up just in the nick of time and told Jasper to let us live. They still locked us up in the castle, but at least we were safe. And then they came and told us you weren't a baddie after all and let us go. We've been through an awful lot, love. But from what I hear, so have you. I'm proud of you. And so is your granddad, I'm sure. Now let us begin the festivities at last. A banquet worthy of our savior awaits. From this day forth, none shall doubt the luminary. He shall be honored, celebrated, adored. Das war doch eine Feier, sehr schön. So. Ey, ich will das sehen, das Flöhe tanzen und singen. Hier, mach mal eine Cutscene, los! Und jetzt wird er in unsere Gemächer kommen, bestimmt. Harkrimor, also König Karneol. Und mit einem Messer uns abstechen wollen oder so. Wie man es aus vielen Spielen kennt. 100 Pro. Oh. Neue Musik. Oder ist das ein Track, den man aus anderen Dragon Quests kennt? Ich glaube tatsächlich nein. Das ist, glaube ich, ein neuer Track. Ich war unten in der Stadt, als einige Wachen mich fragten, ob ich das dagegen hätte, zum Schloss mitzukommen und den Leuten aus Kiesling Gesellschaft zu leisten. Tja, da ich nichts Besonderes, Besseres zu tun hatte, bin ich mitgekommen. Und ich bin froh darüber, denn so viel Essen auf einem Haufen hatte ich noch nie mein ganzen Leben. Was gibt's denn hier Schönes alles? So, das ist bestimmt... Das sind das so kleine Sandwiches. Ich glaube hier an da hinten irgendwelches Fleisch mit Ei gefüllt oder so. Dann irgendwelcher Salat. Irgendwelche kleinen Küchlein, Brot. Nochmal Küchlein, Brot. Ein Hähnchen ist da hinten. Fisch ist das, glaube ich. Nochmal Salat hier. Ja, ja, sieht schon alles sehr lecker aus auf jeden Fall. Definitiv. Ich will auch was essen. So. Okay. Das ist ja schön. Wie der Bürgermeister in sich reinstopft. Wundervoll. Oh Mann. Ey, die Musik ist echt schön hier. Ist das echt ein neuer Track, oder? Ich weiß nicht, ob ich den aus einem anderen Dragon Quest kenne. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, der Track ist neu. So. Okay, wundervoll. Ich geh erst mal hinten raus, würde ich sagen. In die Küche. Was machst du da? Bist du hier der Koch oder was? Okay. Ja, die Welt muss ich ja jetzt prinzipiell auch nicht mehr retten, wenn man nicht weiß... Oh, die Äpfel sind alle zerstört, das wollte ich nicht. Wenn man nicht weiß, dass König Karneol Harkrimor ist. Ach ja. Na okay, Harkrimor muss ich ja sowieso töten. So. Okay. Kann ich das hier... Okay. Scheinbar nicht. Wegschieben, wollte ich eigentlich sagen, aber es geht nicht. Ich habe nur ein Zerstörungsfuhl. Ich muss einfach alles kaputt machen, weil ich das sehe. So. Ja, ich dachte, die haben schon gegessen, oder nicht? Was ist hier drüben? Okay. Ach, halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Ja, du wirst es nicht glauben, aber in Kieslingen wurde der Typ großgezogen, der die Welt so halb gerettet hat. So halb. Die andere Hälfte wird noch kommen, wenn sich dann König Karneol als
als Hachimor zeigt, aber zur Hälfte ist die Welt schon mal gerettet auf jeden Fall. Oh Mann. So, ich habe auch letztens einen Artikel über Dragon Quest 11 gelesen. Da hat der... Tja, woher kennst du den wohl? Gute Frage. Da hat der Typ geschrieben, dass er es sehr gut findet, wie halt Dragon Quest 11 das mit der Story gemacht hat. Und ich muss halt dem auch zustimmen. Ich finde es sehr schön, dass halt das Spiel quasi ein... Oh, hi Hendrik. Ein Ende hat prinzipiell. Und das Ende jetzt... Das Ende quasi nicht das wahre Ende ist. Und wenn man Lust hat, noch im Postgame weiterzuspielen, kann man das machen. Und halt mehr über das Spiel rauszufinden und so und alles. Aber man muss es eben nicht, wenn man das Hauptende, sag ich mal, schon erreicht hat. Obwohl noch einiges kommen wird, schätze ich mal. Aber trotzdem, prinzipiell hat man es irgendwie schon erreicht, das Ende. So. Okay. Das war auf jeden Fall ein neues Buch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon rein konnten in Hendriks Gemach. Aber da die Truhe noch zu, aber wahrscheinlich nicht. So.